Ja, ich bin jetzt gerade an dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, und zwar hier in Bergheim-Fliesteden und gehe hier gerade bei uns an dem Hof entlang an der alten Mauer. Man sieht immer, sind hier Gebäude angestückelt worden, ohne ja, besondere Verbindung, sage ich mal. Und auch die Mauern hier sind zwar gut verfugt im Vergleich zu dem Gemäuerhöfen und mach mal gerade WLAN aus, sonst habe ich hier Empfangsprobleme. Zu den Höfen und sind da gemolken worden. Dann wusstest du genau, wann wer hier lang ging. Dann war einmal der Bauer Bock mit seinen Kühen und dann Rixen und Schreier und wie sie alle hießen. Ich glaube, hier waren 20 Bauern früher im Dorf. Ich glaube, mittlerweile sind es nur noch 3. Und das war hier gang und gäbe. Deshalb erinnert mich der Hof so ein bisschen an meine Kindheit und auch die ganzen Gegebenheiten. Thema Kühe. Die 2 Kühe machen euch auch Gedanken, machen euch Sorgen. Wenn der Abriss ist, müssen die Kühe auf jeden Fall da weg. Das wird jetzt erstmal alles nochmal abgesperrt, versiegelt, dass keiner hingeht, wegen der Gefahr. Und wenn das jetzt alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, heute geht, glaube ich, sogar der Antrag raus über den Rechtsanwalt und von der Familie Bieberstein. Und dann sollte es eigentlich relativ schnell losgehen, dass die gefährlichen Teile abgebaut werden können, durch uns abgetragen werden, mit Dachzeltnomaden zusammen, mit Freiwilligen, mit der Firma Zintel. Wir stellen ja auch ein Gerät zur Verfügung mit Arbeitskorb. Und ja, dann wird es relativ kurzfristig losgehen. Und die 2 Kühe habe ich dann eben vom Tibor eine Nachricht gekriegt, ob ich die Möglichkeit hätte, die 2 Kühe irgendwo anders unterzustellen. Und dann habe ich Thomas Gräf kontaktiert in Euskirchen. Und innerhalb von einer Minute war die Sache geregelt. Thomas Gräf hat, glaube ich, Kühe bei Hubert Fell stehen in Erkelenz in der Ecke. Und überhaupt kein Thema. Auf dem kurzen Dienstweg haben die 2 Kühe jetzt erstmal ein neues Zuhause und werden dann irgendwann wieder zurückkommen, wenn alles geregelt ist. Ja, das geht alles auf ganz kurzen Dienstwegen und alle ziehen mit. Jeder tut das, was er kann. Und wenn es einfach ist, 2 Kühe unterzustellen. Ich finde das super und das ist eine tolle Sache, die da gerade läuft. Und mich hat das heute Morgen wirklich berührt und auch glücklich gemacht. Und auch, dass die ganzen Leute da waren und uns unterstützt haben. Dass die Celia auf einmal da stand, da wusste ich gar nichts von. Beate Wimmer wusste ich vorher schon, dass sie kommt. Markus auch und Marco und Jörg. Einfach super. Es hat mir wirklich Auftrieb gegeben, weiterzumachen. Und wir müssen einfach weitermachen. Es gibt noch mehr Fälle. Wie gesagt, ich warte dann noch auf Infos. Werde dann da auch hinfahren und die Probleme aufzeigen. Und nochmal an die Ämter. Ich glaube, wir sollten alle gemeinsam dafür sorgen, dass den Menschen jetzt der Winter irgendwie möglichst, ja, wie soll ich sagen, möglichst einfach gemacht wird, unkompliziert. Da müssen wir einfach zusammenarbeiten und das auf kurzen Wegen und dann läuft das schon. Also ich hoffe da, dass wir, egal in welchem Kreis oder wo jetzt wieder Probleme sind, einfach gemeinsam schnell Lösungen finden. Wir haben viele Lösungen parat und wir müssen es einfach nur wissen und ob es eine Heizung ist oder egal was. Jetzt ist sogar, glaube ich, ein Kaminofen, der jetzt da ins Haus kommt beim Willi, der dann vom Baustoffzelt Kaiser hingebracht wird und es ist alles da. Es muss nur an den richtigen Ort finden. Dafür brauchen wir eure Mithilfe und Information. In dem Sinne, mir ist kalt. Ich fahre jetzt nach Hause. 8 Kilometer von hier, von dem Ort, wo ich groß geworden bin. Ja, immer schöne Erinnerungen hier. Ich sag mal bis dann. Macht's gut. Wir sehen uns und hören uns. Und vielleicht kommt heute noch ein lustiges Tiervideo. Ich schau mal. Gleich sind wir sicher noch bei den Pferden oder sonst was. Einfach mal ein bisschen die Zeit noch genießen. Ich bin also nicht mehr ins Ahrtal gefahren. Das hätte sich jetzt nicht mehr gelohnt für die kurze Zeit. Und die Jungs im Ahrtal, die sind übrigens übelst am Frieren. Die sind Betonplatten am Legen. Da oben pfeift der Wind. Es hat eben wohl geschneit. Ganz schlechte Situation für Erdarbeiten. Alles mit Ankündigung. Wir sind einfach zu langsam und zu spät dran. Und da müssen wir wirklich mehr zusammenarbeiten. Die Ämter müssen mehr auf die Praktiker einfach hören in solchen Situationen. Wir wollen doch alle nur das Beste. Und dafür müssen noch einige Lernprozesse, glaube ich, stattfinden, dass wir einfach zusammen am Strang ziehen und einfach auch mal auf die Praktiker hören.
In dem Sinne, macht's gut, bis später. Tschüss.